muss es sein. Professor Aubiers Haus. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich schaue mir kurz die Buchtitel an, in der vagen Hoffnung, eine Taschenbuchausgabe von »Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist« zu finden. Gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Andererseits bin ich ja immer noch in einem brennenden Haus an einen Stuhl gefesselt, ohne eine Möglichkeit zur Flucht. Mit einem einzigen mächtigen Ruck hat sich unser Held befreit. Jetzt muss ich mich nur noch um das Feuer kümmern. Der Pfeil ist spitzer als das aktive Ende einer Stechmücke, aber das hält mich nicht davon ab, ihn einzustecken. In der Schublade steht ein kleines, dekoriertes Töpfchen. In dem Topf ist ein Schlüssel. Da drinnen habe ich eine Flasche Tequila gefunden. Normalerweise trinke ich keine harten Sachen, aber heute war alles andere als ein normaler Tag. Widerlich. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt, beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Auf dem Teppich liegt ein kurzes, fleischig-graues Etwas herum. Es ist der Wurm aus der Tequila-Flasche. Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Naja, das könnte mal ganz nützlich sein.
Ich schätze, der Inhalt des Briefes geht mich nichts an, aber andererseits könnte er mir einen Anhaltspunkt liefern, worin Nico da eigentlich verstrickt ist. Er ist von André Lobineau, dem Geschichtsstudenten, den Nico vom College her kennt. Der Brief ist sentimentales Geschwafel. Außerdem steht drin, dass die exotische Reizwäsche, wie er es nennt, ein Geschenk von ihm ist. Daneben steht seine Telefonnummer. Lobineau hält sich für meinen Rivalen um die Gunst von Nico, aber ich kann einfach nicht glauben, dass so eine Schnarchnase überhaupt mit dem Rennen ist. Das Schränkchen ist verschlossen. Als ich das Schloss öffne, werden die Türen von irgendwas aufgesprengt. Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherzen als Verzierung. Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Und schon habe ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Jetzt ist es aber höchste Zeit, nach Nico zu suchen. Ich will mir nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Unglücklicherweise wird sie von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, ist Mexiko. So wenig ich ihn auch mag, vielleicht ist Lobineau meine einzige Chance, Nico zu finden. Hi, André? Wer ist da? Hier ist George Stobart, Nikos Freund. Meinst du nicht Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir zu streiten. Ich muss mit dir reden, über Nico. Kannst du nicht akzeptieren, dass sie sich einfach nicht für dich interessiert? Hör zu, André, wir müssen reden. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. André? Weh, du kommst nicht, du Penner. Ich fühle den unerklärlichen Drang, mir das Ohr zu waschen. Ich schließe die Tür auf. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobineau wiederzusehen, aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Als ich im Café ankomme, sehe ich keine Spur von Lobineau. Ich werde erstmal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Oh, ich erinnere mich. Ja. Sind Sie immer noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Meine Freundin. Oh, die junge Liebe. Ja, ja, toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne. Aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug.
Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Haben Sie jemals von einem Professor Aubier gehört? Non, Monsieur. Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Ich kann dem Mann sein Fläschchen nicht wegschnappen, solange er hinguckt. Garçon. Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Hey, Kellner. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ernie fertig bedient habe. Ein Kaffee. Sehr wohl. Was schüttet dieser Kerl dauernd aus seiner Flasche nach? Absinth. Absinth? Ich dachte, der wäre so gefährlich und in Frankreich verboten. Stimmt beides. Schauen Sie mich nicht so an. Von mir hat er das Zeug nicht. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobineau? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Haben Sie mal von Professor Aubier gehört? Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft hergekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Wenn Aubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Wie ist Aubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Aubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihre Stammkunde. Das wäre alles. Vielen Dank. So, so. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Aubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben, verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Aubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger.
Genau. Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Wo hat Nico den Stein her? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Warum hat Nico den Stein zu Ubier gebracht? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. Beschäftigt Ubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Erzähl mir was über deinen Freund Ubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? Bis später. Adieu, Georgie. Ich habe genug von Ihren Spielchen, Collard. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen. Okay. Naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also, ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah oui, natürlich. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir, aber nun nicht mehr. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Ubiers Haus zurückgehen. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ja, habe ich gesehen. Aber so einen habe ich schon. Wer ist der Kerl da drüben? Das ist Mr. Lane, Sir, der Kritiker.
Ich hoffe, er schreibt eine positive Rezension über die Galerie. Man muss sehr geduldig sein mit diesen Kritikern. Man lockt sie mit dem richtigen Köder, wartet, bis sie angebissen haben, und dann fängt man sie ein wie einen Fisch. Naja, zumindest säuft er schon wie einer. Haben Sie schon mal von Professor Ubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Ubier selbst. Sie sind Lane, der Kritiker, stimmt's? Korrekt. Aber sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Beschäftigt? Womit? Die Kunst zu bewerten oder zu verreißen. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Kerl eine harte Nuss wird. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Ich glaube kaum, dass er Interesse hätte. Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Haben Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Gestatten Sie? Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert, aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Ich hoffe nur, Ubier hat noch viele von diesen Töpfen im Hafen. Wenn nicht, bin ich ruiniert. In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen, aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Verschwinden Sie! Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Es ist ein Kontoauszug von Ubiers Bankkonto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Ubier hat Nicos Entführung organisiert. Ubier hat Geld in Marseille abgehoben. Ubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische.
Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Der Wachmann muss die Falltür verriegelt haben. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Au, Mann, ist das heiß! Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. Das Paket ist voller Hundekuchen.
Hey, 20. Komm und hol's dir, Kleiner. Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen, aber das vergeht schnell wieder. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Wer ist da? Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein? Aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Hey, was jetzt? Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard. Thank you.
Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal und die Adresse lautete Caramonte City. Abgeschlossen. Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Genau das hatte ich doch gehofft, ein Geheimraum. Nico! Schau dir das hier mal an. Es ist eine kleine Statue einer knienden Figur mit einem aufwendigen Kopfschmuck. Der Kopf ist scheußlich, mit riesigen, starren Augen in einem halbverwesten Gesicht. Hey, irgendjemand versucht, hier Lobino-Puppen zu verkaufen. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Kersaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja, der Beweis, den ich brauchte, um Kersaks Schmugglerring auffliegen zu lassen.
Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Moe gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud. Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Karsaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Karsaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Nico, warte! Ich werde das Klebeband behalten. Es könnte mir nochmal nützlich sein. Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. Die Palette hebt sich etwa 10 cm über dem Boden und ich spreche ein stummes Dankgebet an den unbekannten Erfinder der Hydraulik. Was um alles in der Welt machst du da? Ich versuche, die Statue hochzuheben, damit ich sie da oben einhaken kann. Und das soll uns irgendwie weiterhelfen? Ich beschäftige mich nun mal gerne manuell in Zeiten erhöhten Stresses. Es wäre leichter, das Seil erst an der Statue zu befestigen. Mit einer Laufrolle ohne Seil kann ich... Die Statue ist zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie allein zu bewegen. Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber. Okay, schieb. Großartiges Teamwork. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. Nico, ich habe eine prima Idee. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum.
Hast du den Maya-Stein? Vielleicht, aber... Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich, wenn du es sagst, Nicole. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karsaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen. Darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Caramonte. Caramonte? Das liegt in Mittelamerika. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George. Caramonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Condor Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. Hey, es ist Markttag. Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Caramonte zurückkommen. Okay, und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. Haben Sie Krabben? No, nur Fisch. Netter Fisch. Danke. Wenn ich, was ich kaum glaube, jemals einen Fisch brauche, komme ich wieder. Erkennen Sie diese Statue? Sie, Senor. Das sehr, sehr böses Omen. Das Tezcatlipoca, der Jäger der Nacht. Der Kerl sieht aus, als mache er sich vor Angst gleich in die Hose. Sie, verschwinden! Hey, Kopf hoch, Jungs. Warum die langen Gesichter? Unser Flötenspieler, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Arme Miguel, hat in sein ganzes Leben kein Gesetz verbrochen. Warum wurde Miguel ins Gefängnis gesteckt? Weil er hat gespielt Folklore. Was? Ist Wahrheit, Senor. Er darauf bestanden, traditionelle karamontekische Musik spielen. Aber das illegal. Habt ihr schon mal sowas? Ei, der hungrige Häuptling. Warum Sie das mit bei sich haben, Senor? Sie nicht wissen, wer ist? Klar, das ist Tezcatlipoca. Aber das ist doch nur ein kleiner Stein mit... Er bringt Tod, Senor. Tod und Zerstörung. Warum spielt ihr nicht ein kleines Liedchen, um euch aufzumuntern? Nein, wir besser suchen richtige Arbeit. Wir können verdienen 10-mal mehr unten im Bergwerk. Meine Vetter Ramirez hat verdient 8 Pesos jede Stunde. Bevor er hat verloren seine Bein in Unfall. Jostopat! Also von allen... Pearl Henderson, oh Mann, das ist aber ein Zufall, was? Wenn du so lange mit einem Verrückten wie Duane verheiratet bist wie ich, hörst du auf, an Zufälle zu glauben. Ich habe Pearl und Duane zuletzt auf der anderen Seite des Globus getroffen, in Syrien. Er ist Armeeveteran, der vermutet, dass er für den CIA arbeitet, aber ganz sicher ist er nicht. Bei ihr waren die geistigen Störungen nicht ganz so offensichtlich. Ist Duane auch hier? Ja, aber natürlich. Ich konnte ihn doch schlecht alleine zu Hause lassen. Seit Duane aus dem Krieg zurückgekommen ist, können wir es nicht mehr ertragen, voneinander getrennt zu sein. Und wo ist er dann jetzt? Wir reden nicht mehr miteinander. Warum sprechen Sie nicht mehr mit Duane? Weil er ein alter, sauertöpfischer Spielverderber ist. Ich will unbedingt eine dieser alten Pyramiden besichtigen. Aber Duane sagt, er müsse in der Stadt bleiben. Stimmt. Und Sie wollen jetzt nicht alleine losziehen? Naja, was hat es denn für einen Zweck, in so eine alte Pyramide zu klettern, wenn niemand da ist, der mich dabei fotografiert? Wir sehen uns noch, Pearl.
Das ist Pearls Mann, Duane. Hey, Mr. Henderson, schön, Sie wiederzusehen. Kennen wir uns, mein Sohn? George Stobart, Sie erinnern sich doch, Syrien. Ich habe Ihnen eine Statue verkauft. Ja, ich erinnere mich. Pearl war ziemlich sauer, als die Farbe abblätterte. Ach ja, hören Sie, tut mir leid. Ich gebe Ihnen Ihre 50 Dollar zurück. Nein, nein, ist schon okay. Sie haben mich ganz offen und ehrlich über den Tisch gezogen. Ich habe vorhin mit Pearl gesprochen. Ach ja? Hat sie Ihnen erzählt, dass wir einen Streit hatten? Ja, hat sie. Sie wird drüber wegkommen. Hi, ich bin George Stobart. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja. Ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Arbeitet Duane immer noch für den CIA? Wenn ja, dann weiß er es nicht. Er ist ein sogenannter Schnarcher. Meinen Sie nicht einen Schläfer? Nein, das ist was anderes. Er dachte ja, er würde für Sie arbeiten, aber seine Psychotherapie hat ihn von diesem Glauben geheilt. Was er nur nicht weiß, ist, dass er jetzt wirklich für Sie arbeitet. Zumindest habe ich das so verstanden. Was halten Sie von dieser Statue, Pearl? Oh wei, das ist ja eine lebensgetreue Abbildung von Duanes Bruder Sheridan. Etwas weniger Körperbehaarung vielleicht, aber sonst ganz der Bruder. Was bringt Sie nach Caramonte, Pearl? Dasselbe, was mich überall hinbringt. Der Markt. Sie sind 2000 Meilen gefahren, nur um shoppen zu gehen? Shopping ist meine Rolle in der Wirtschaft des großen göttlichen Plans, George. Wir sehen uns noch, Pearl. Hey, Nico. Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karzak gehört? Nein. Wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein. Gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca,
der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Hey, Nico. Ich habe getan, was man mir aufgetragen hat, Professor. Nachdem die Mine geschlossen ist, gibt es niemanden mehr in der Gegend, der ihre Ausgrabung beobachten könnte. Ich habe Besuch. Denken Sie nur daran, was ich Ihnen gesagt habe, General. Es gibt keinen Grund, den Mann zum Märtyrer zu machen. Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Senor. Willkommen in Caramonte. Danke. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin aus Kalifornien. Aber was haben wir denn da? Einen Engel, der auf die Erde herabgestiegen ist? Nicole Collard. Enchanté, mon général. Verzeihen Sie mir, Senorita, aber ich konnte nicht anders. Hören Sie, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Da sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse, Senor. Fremdenverkehrsbüro, General Graziento, zu Ihren Diensten. Ist das hier das Fremdenverkehrsbüro? Draußen auf dem Schild steht doch Polizei. Es ist beides, Senor. Ich bin ein vielseitiger Mann. Das sehe ich, General. Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, als wir gekommen sind? Professor Ubier, ein Gast unseres Landes, Senor. Genau wie Sie. Haben Sie gerade Ubier gesagt? Sie, Senor. Professor Ubier, ein französischer Archäologe. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Karsak gehört? Nein, nein, von dem habe ich noch nie gehört. Ich habe gehört, es gab vor ein paar Monaten einen Unfall in der Mine. Das stimmt. Dabei wurden viele Männer getötet, stimmt's? Ein paar. 30? Kaum 1% der arbeitenden Bevölkerung. Was macht Ubier in Caramonte? Er erforscht unsere vielfältige und glorreiche Vergangenheit, Senor. Der Professor plant eine Expedition zu einigen Maya-Ruinen. Er kam zu mir wegen einer Ausgrabungserlaubnis. Stimmt es, dass die Musik in Caramonte gewissen Beschränkungen unterliegt? Ja, allerdings. Eine Notstandsregelung eingeführt von Nuestra Senora. Folkloremusik ist für einige dieser Menschen ein Bindeglied zur Vergangenheit. Wenn Sie ihnen ihre musikalischen Wurzeln abpacken, was bleibt ihnen dann noch? Easy Listening. Glauben Sie wirklich, Easy Listening könnte ein jahrhundertealtes musikalisches Erbe ersetzen? Warum denn nicht? Hat doch in Ihrem Land auch geklappt. Gibt es in der Nähe der Stadt irgendwelche Ruinen? Aber natürlich, Senor. Caramonte hat alles zu bieten. Ein Freund von mir möchte gerne eine dieser historischen Fundstätten besuchen. Rinaldo wird sie mit Vergnügen herumführen, nachdem er den Papierkram für heute erledigt hat, selbstverständlich. Ich komme wieder. Senor! Bitte lassen Sie die Karte in Ruhe. Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Du hast ziemlich dick aufgetragen bei dem General. Ich habe nur seinem Ego geschmeichelt, George. Jedermann hat seine Achillesferse.
Vielleicht, aber der schwache Punkt bei diesem Kerl ist bestimmt nicht an seinem Fuß. Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Kennen Sie Professor Oubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Professor Oubier? Ja. Wer sind Sie? Ich heiße Stobbart. George Stobbart. Sagt Ihnen der Name Karsak etwas? Ja, sicher. Ich kenne ihn. Genauer gesagt, ohne Karsak wäre ich jetzt nicht hier. Wieso das? Er finanziert meine Expedition. Erzählen Sie mir etwas über Ihre Frau, Professor. Bitte nein. Ich will nicht über Sie reden. Sie haben sie erschossen, nicht wahr? Nein. Ich habe Carol geliebt. Sie hat mir alles bedeutet. Was wissen Sie über die Entführung meiner Freundin? Ich weiß nicht mal, wovon Sie da reden. Sie wurde in Ihr Haus in Paris eingeladen. Oh nein, nicht von mir. Ich war seit fast 7 Monaten nicht mehr zu Hause. Hatten Sie jemals einen mittelamerikanischen Butler oder Diener? Ich hatte niemals irgendwelche Dienstboten, Monsieur. Können Sie mir irgendwas über diesen Stein erzählen? Wo haben Sie den her? Das ist meine Sache. Wie viel wollen Sie dafür? Er ist nicht zu verkaufen. Können Sie diese Statue identifizieren, Professor? Oh ja, Tezcatlipoca, der Herr der Finsternis. Ein mittelamerikanischer Gott, richtig? Eine der großen Gottheiten. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt brauchender Spiegel. Sehen Sie den spiegelnden Schild in seiner linken Hand? Die Mayas glaubten, er könne in den Spiegel schauen und damit in die Herzen der Menschen sehen. Er war der Wind, der nachts heranheulte auf der Suche nach Opfern. Und Opfer haben sie ihm dargebracht. Zu Tausenden. Menschenopfer? Männer, Frauen, Kinder, Tiere, alles, was blutete. Über die Stufen seines Tempels flossen Ströme von Blut. Die Mayas hatten eine Legende, der zufolge er eines Tages zurückkehren wird. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr da, um das mitzuerleben. Schauen Sie sich das hier mal an, Professor. Was haben Sie dazu zu sagen? Wo haben Sie das her? Das spielt doch keine Rolle. Wie erklären Sie diese Abhebungen? Ich überlasse meine finanziellen Angelegenheiten meiner Sekretärin. Einschließlich Abhebungen in bar von Ihrem privaten Konto? Ich vertraue Gwyneth uneingeschränkt. Und warum Marseille? Warum genau an dem Ort, an dem meine Freundin verschleppt wurde? Das ist doch wohl offensichtlich, Stobbart. Wir sind beide Opfer der gleichen kriminellen Verschwörung. Welche Verschwörung? Ich weiß es auch nicht. Glauben Sie, der General hatte etwas mit der Condor zu tun? Ach was zum Teufel, niemals. Und wenn der General ist, bin ich Buddhist. Nein, der Typ ist nur der Strohmann für die wahre Macht in Caramonte. Arbeiten Sie immer noch für... Na, Sie wissen schon. Wer soll das sein? Sie wissen doch, dass ich im Ruhestand lebe. Ach nichts, vergessen Sie es. War eine Verwechslung. Passiert mir auch dauernd. Sind Sie den ganzen Weg hier runtergefahren?
Was? Ich doch nicht. Nein, Pearl ist gefahren und ich habe auf die Straßenkarte geguckt. So wie die das Lenkrad rumschmeißt, könnte man glauben, sie sei ihr halbes Leben lang Fernfahrerin gewesen. Der General ist also nur eine Marionette? Er ist Pinocchio, bevor der die gute Fee traf. Total hölzern und an Fäden geführt. Und wer zieht an den Fäden? Seine Mutter. Besser bekannt als La Presidenta, die Diktatorin. Sagt Ihnen der Name Karsak irgendwas? Klingt für mich wie ein Schurke aus einem Billigcomic, mein Junge. Er ist der Unbekannte hinter der Condor. Und er ist auch die Ratte, die Nico entführt hat. Wissen Sie, als ich Sie das erste Mal getroffen habe, war ich zutiefst beeindruckt von Ihrer naiven Einfachheit. Ich habe zu Pearl gesagt, wenn wir jemals Kinder gehabt hätten, hätte ich mir einen Jungen wie George gewünscht. Aber ich habe Sie unterschätzt, mein Sohn. Was haben Sie denn in dem Truck, Duane? Nur Campingsachen, Schlafsäcke, Zelte und so ein Zeug. Pearl und ich wollten mal ein bisschen vom Duft der freien Wildnis schnuppern. Haben Sie denn keine Angst, in einem tropischen Dschungel zu zelten? Wir haben schon mal geübt, unten in West Virginia. Dagegen ist das hier das reinste Kinderfest. Haben Sie den Typen getroffen, der sich selbst General nennt? Nein, habe ich noch nicht. Ist er ein echter General? Ich vermute schon. Er hat eine Menge Orden an der Brust. Allerdings auf der falschen Seite der Brust. Zumindest nach den Regeln jeder Armee, die ich kenne. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren. In einem Truck. Das stimmt. Und du glaubst einfach nicht, in was für einem Zustand einige der Straßen hier sind. Der Gedanke, dass es noch Orte gibt, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, macht mich richtig traurig. Heutzutage sollte man doch annehmen, dass die einen vernünftigen Highway überall dahin bauen, wo Menschen hinfahren wollen. Was halten Sie von diesem Stein, Pearl? Oh, ist der hübsch. Was soll das da sein? Ein Kaninchen? Ich glaube eher, es ist ein Kojote. Na, auf jeden Fall ist er sehr niedlich. Erstaunlicherweise fragt sie mich nicht, wo sie einen kaufen kann. Wir sehen uns noch, Pearl. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Der Mann, den wir bei der Unterhaltung mit dem General beobachtet haben, war Aubier. Hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn doch nie getroffen, weißt du nicht mehr? Der Typ, den ich in Paris angerufen habe, hat vorgegeben, Aubier zu sein. Aber er klang nicht im Entferntesten wie der Kerl auf dem Polizeirevier. Vielleicht ist der Professor wirklich unschuldig. Ach was, es ist ein viel zu großer Zufall, dass er hier in Caramonte ist. Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen, wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Nico!
Haben Sie eine Landkarte von Karamonte? Eine Karte? Tut mir leid, Senor, sowas habe ich nicht. Was ist mit der da an der Wand? Ach, das ist eine archäologische Übersichtskarte, Senor. Nicht geeignet für Touristen. Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Ich sage Ihnen doch, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Bekomme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gar nichts erzählt. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist eine eingeborene Schnitzerei, stimmt's? Wo haben Sie das her? Haben wir auf dem Markt gekauft, als Souvenir. Schauen Sie sich doch bitte mal dieses Etikett an. Sie, Senor. Condor Transglobal. Können Sie mir sagen, wo ich deren Büro finde? Nein, Senor. Ich habe noch nie von denen gehört. Und Rinaldo auch nicht. Die Dame von der Bergbaugesellschaft meinte, vor kurzem sei ein Schiff von Condor hier gewesen. Concha Garcia spinnt. Wenn ein Schiff hier gewesen wäre, glauben Sie wirklich, ich hätte das nicht gemerkt. Sind Sie sicher, dass Sie noch nie etwas von Condor gehört haben? Oh ja. Die Firma ist aber hier in Karamonte City registriert. Sie irren sich, Senorita. Condor gehört doch Karsak, stimmt's? Schon wieder falsch, Senor. Karsak hat nichts zu tun mit irgendwas namens Condor. Wer auch immer das sein mag. Haben Sie Unterlagen über die Firmen, die in Karamonte registriert sind? Selbstverständlich, Senorita. Unglücklicherweise wurden alle Akten bei einer Springflut vernichtet. Wissen Sie irgendwas über die bevorstehende Sonnenfinsternis, General? Solche Sachen interessieren mich nicht, Senor. Möchten Sie vielleicht einen Keks? Wollen Sie mich etwa bestechen? Jedermann hat seinen Preis. Aber meiner ist höher als ein Hundekuchen, Senor Stobbart. Ich komme wieder. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wer das hier sein soll? Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall potthässlich. Senor! Tut mir leid, hatte ich vergessen. Ich könnte mich irren, aber ich finde, Sie sind meiner Frage vorhin etwas ausgewichen, als ich gefragt habe, was Sie in dem Truck spazieren fahren. Natürlich bin ich ausgewichen. Ich konnte doch vor diesem Ausländer nicht offen reden. George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Wussten Sie, dass die traditionelle Volksmusik in Karamonte verboten ist? Wirklich? Naja, scheint mir doch ein ganz vernünftiges Gesetz zu sein. Nein, ehrlich. Der Leiter der Musikgruppe auf dem Marktplatz ist verhaftet worden, nur weil er diese Musik gespielt hat. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie gesprochen haben, aber dieser Kerl, dieser Miguel, der ist ein politischer Agitator. Was ist denn der wahre Grund, aus dem der Musiker verhaftet worden ist? Hat bei den Minen subversive Literatur verteilt. Dieser sogenannte General hat schon auf Miguel gewartet, als er in die Stadt zurückkam. Hat ihn mit vorgehaltener Waffe ins Gefängnis abgeführt, wegen Anstiftung zur öffentlichen Unruhe. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Koffer packen ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen.
Wissen Sie irgendwas über eine Firma namens Condor Transglobal? Natürlich. Da musst du aber früher aufstehen, um mich ohne Hose zu erwischen. Was? Sie haben sie schon gefunden? Condor Transglobal ist aufgelöst. Meine Untersuchungen scheinen sie verscheucht zu haben. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann, er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duan dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duan sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Was halten Sie hiervon, Pearl? Was für niedliche kleine Federn. Also wenn ich zwei davon hätte, geben die ein hübsches Paar Ohrringe ab. Dies hier ist nicht als frivole persönliche Verzierung gedacht, Pearl. Das ist ein Blasrohrpfeil, dessen Spitze ein schnell wirkendes, muskellähmendes Gift enthält. Verzeihung, da habe ich mich wohl geirrt, Honey. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation mit Pearl vergleichbar ist mit dem Aussenden von Signalen in den Weltraum. Wenn man lange genug wartet, bekommt man vielleicht eine intelligente Antwort, aber die Chance ist verdammt gering. Wir sehen uns noch, Pearl. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein. Aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Hey! Finger weg vom Mobiliar, ja? Warum hast du ihm den Stein gezeigt? Ich dachte, er wüsste vielleicht etwas darüber. Tja, jetzt weiß er auf jeden Fall etwas darüber, nämlich, dass wir ihn haben. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles.
Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? No, 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 Signor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Signor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Hi, ich bin George Stobbart. Hallo, Signor. Wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es irgendwelche antiken Pyramiden in der Nähe von Caramonte? Si, Signor, eine. Aber die ist nicht sehr beeindruckend. Eher eine Ruine. Das ist perfekt. Bis später. Wir sehen uns noch, Pearl. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Signor. Danke. Ich gehe sie schnell holen. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Ein Computermonitor mit einem uralten Spiel drauf. Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. Thank you.
Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er Sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Kluge Entscheidung, elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. Ebenso mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Ich will keine Lavalampe. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun.
Ich will das Bild nicht. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein, nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Wer ist der Kerl mit dem Hut und der dicken Zigarre? Meine Mutter. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Dieses Tigerfell, den haben Sie doch nicht selbst erlegt, oder? Leider nein. Ich musste ein synthetisches aus den Vereinigten Staaten importieren. Aber man liegt da sehr bequem drauf. Nackt. Bedauerlicherweise bin ich allergisch auf Kunstfasern. Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Signora la Presidenta. Entschuldige, Signora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nichts, Signora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Señorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchentour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Night Magazin. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Und dann geht's weiter mit... Und als Sie in dieser Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Oh oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzseher, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Sind wir schon tot? Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus, mir fällt schon was anderes ein. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass dieser Penner mich ohne Grund eingesperrt hat. Ja und? Das passiert dauernd. Aber ich bin US-Staatsbürger. Sie, das stimmt. Darum werden Sie es nicht wagen, Sie hinzurichten. Ja? Naja, sehr beruhigend. Stattdessen müssen Sie einen Unfall für Sie arrangieren. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Hör mir zu, Miguel. Gib mir das Seil und ich bringe uns hier raus. Gibt es einen Ort, wo du dich vor dem General verstecken kannst? Natürlich. Meine Freunde haben ein Boot bereit liegen, das mich flussaufwärts bringen kann. Aber wie wollen sie hier ausbrechen, mit nichts als einem kurzen Stück Seil? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mir was aus.
Aber wenn Ihr Plan nicht funktioniert, darf ich mich in Frieden aufhängen, ja? Auf diesem Weg kann ich nicht fliehen. Lassen Sie mich eine Minute nachdenken, Duane. Okay. Hey, Duane, ich möchte, dass Sie dieses Seil an Ihrem Wagen festbinden und dann ein Stück vorfahren. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber ich habe das schon oft in Schwarz-Weiß-Western gesehen. Natürlich benutzte John Wayne ein Pferd, während Duane einen kleinen Viertonner fährt. Aber immerhin, das Prinzip ist doch logisch einwandfrei. Wie Sie meinen, George. Bitte verzeihen Sie meiner Mutter. Sie kann manchmal etwas schwierig sein. Oh mein Gott, Raoul. Mach ihr einen Antrag, du Idiot. Hören Sie nicht auf sie. Sie will nur endlich Enkel. Glaub bloß nicht, ich könnte dich nicht hören, Raoul. Ich will einen würdigen Nachfolger und das bist nicht du. Also mach ihr jetzt einen Heiratsantrag oder ich tu's für dich. Hören Sie, Nico, wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber... Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist bestimmt Georges Werk. Ich sage nichts dazu, denn das liebliche Geräusch zusammenbrechenden Mauerwerks sagt doch schon alles, oder? Schnell, Senor, zum Fluss. Hä? Wartet, was ist mit Nico? George, was hast du denn gemacht? Du solltest doch bloß einen Blick auf die Karte werfen und plötzlich fängst du hier den Dritten Weltkrieg an. Keine Zeit für Erklärungen, komm weiter. Keine Bewegung, Terroristenabschaum. Redest du mit mir, Kleiner? Ja, ich rede mit dir, fetterer Mann. Und mein Name ist nicht Kleiner. Ein Wort der Warnung, mein Kleiner. Wenn du weiter mit diesem Erbsenwerfer vor meinem Gesicht rumfummelst, wird der Nächste, der ihn zu Gesicht bekommt, dein Proktologe sein, kapiert? General, ich kann mit Stolz berichten, dass ich die Terroristen gefasst habe. Du Idiot, nicht die, den anderen Amerikaner und diese Französin, das sind sie. Als ich das Bewusstsein wieder erlange, bin ich allein, angespült am Flussufer. Mein Kopf schmerzt höllisch und in meinem Mund habe ich einen sumpfigen Geschmack. Zuerst dachte ich ja, die Musik spielt nur in meinem Kopf. Typisch für mich, im Paradies mit einer Migräne aufzuwachen. Aber ich folge dem Klang und entdecke ein Baumhaus in einer nahegelegenen Lichtung. Dieses Lianenseil könnte noch nützlich sein. Thank you.
Die geflochtenen Lianen bilden einen Treibriemen, der die beiden Steine verbindet. Es ist schwer, wohl mit Absicht. Jetzt funktioniert das Gerät. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Ich lege den Zeitungsausschnitt auf die feuchten Blätter. Ich halte die Statue an die Eisenkante des Rades und ein Funkenregen sprüht auf den Blätterhaufen herunter. Schnell, Mann, machen Sie das Feuer aus. Ich habe eine kranke Frau hier oben. Tut mir leid, Pater, aber ich musste irgendwie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Ich bin Pater Hubert. Ich vermute, Sie sprechen nicht zufällig Französisch? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich habe heute Morgen eine junge Frau am Fluss gefunden. Sie hat hohes Fieber. Das arme Ding ist dem Tode nahe und ich kann nichts für sie tun als beten. Ich verstehe sie nicht, aber ich glaube, sie spricht Französisch. Warten Sie mal, das muss Nico sein. Was machen Sie eigentlich hier draußen im Dschungel? Gottes Werk verrichten. Nicht ganz das Ziel, das ich früher vor Augen hatte, aber immerhin. Naja, Sie wissen ja, was man so sagt. Unerforschliche Wege und so. Sie wollten gar nicht hierhin? Nein, ich war unterwegs zum Bergbaucamp oben im Norden. Aber ich bin hier hängen geblieben, als mein Boot auf dem Fluss kenterte. Genau das Gleiche ist mir auch passiert. Wie lange sind Sie schon hier? 11 Jahre. Das ist meine Freundin, die Sie da in Ihrem Baumhaus verstecken. Was ist los mit ihr? Sie ist von einer giftigen Flussschlange gebissen worden. Aber können Sie nicht irgendwas für sie tun? Es muss doch ein Heilmittel geben. Penicillin und Morphium sind mir schon vor Jahren ausgegangen. Aber die Eingeborenen erzählen sich von einer Wurzel, die das Gift neutralisieren soll. Wo kann ich diese Wurzel finden? Das weiß ich nicht, aber vielleicht kann es uns der Schamane des Dorfes sagen. Zeigen Sie mir den Weg zum Dorf. Ich? Oh, aber ich kann nicht. Kann nicht? Nikos Leben hängt davon ab. Sie haben ja recht. Natürlich, ich darf nicht meine eigene Schuld und Scham, aber ich kann doch nicht als Stellvertreter des Herrn mit zerknittertem Kragen gehen. Ein zerknitterter Kragen? Sie wollen sagen, dass Ihnen Ihre gepflegte Erscheinung und Kleidung wichtiger ist als das Leben einer kranken Frau? Ich gehe nicht in das Dorf, wenn ich nicht wenigstens so gut wie möglich aussehe. Geben Sie Ihren Kragen mal her. Ich finde bestimmt einen Weg, ihn zu glätten. Vielen Dank, mein Sohn. In der Zwischenzeit muss ich über meine Predigt nachdenken. Diesen Priester belastet offensichtlich noch einiges mehr als nur die Knitterfalten in seinem Kragen. Hier bin ich also gelandet. Hunderte von Kilometern von zu Hause, um den Haushalt eines Priesters zu führen. Ja, die Welt ist schon ziemlich komisch.
Die Bügelpresse funktioniert erstaunlich gut mit dem Kragen. Hier ist Ihr Kragen, Pater. Vielen Dank, George. Sie glauben bestimmt, es sei etwas versponnen von mir, so einen Wirbel zu machen. Oh nein. Wenn ich 11 Jahre im Dschungel gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch völlig Banane. Banane? Ja, vielleicht bin ich das wirklich, seit meinem letzten Besuch im Dorf. Jetzt, wo Sie Ihren Kragen wiederhaben, bringen Sie mich jetzt zum Dorf? Ich habe meine Predigt noch nicht fertig. Hören Sie mir mal gut zu, Pater. Ich weiß nicht, warum Sie sich so sträuben, in das Dorf zu gehen, und es geht mich auch nichts an. Aber der Grund kann wohl kaum wichtiger sein, als Nikos Leben zu retten. Sie haben recht. Ich muss verrückt sein. Wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dorf vor Einbruch der Nacht erreichen wollen. Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Hallo Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Pater Hubert sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen. Er mochte die Kekse, besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Dieser Stein hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An Ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also, war nett mit euch zu plaudern, Jungs. Hi, ich heiße George Stobart. Bitte setzen Sie sich.
Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Hören Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Vater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell. Es ist noch Zeit, George Stoppard. Zeit, um zu erfahren, warum Sie hierher gerufen wurden. Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher. Aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen nach meiner Rechnung. Alle in derselben Woche gezeugt, beim Fest des Affentanzes. Na schön, wenn ich mir Ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des 5. Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester 3 Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des 5. Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den Sie jetzt besitzen. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen
kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätsel. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes. Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen schnell. Nico. Hier, trink das. Oh, Gott. Das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Die anderen Steine? Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George Stobbett? Die Patientin klingt schon immer gesünder, wie früher. Nico hat sich schnell von ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen und jeden Stein einzeln zu suchen. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Hallo, ist das hier Ketch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung. Vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal, die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr.
Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Bis später mal, Bronson. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, Rosta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, ist halt so ein Name. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja? Das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Er hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Die Fenster sind zu weit oben. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen, ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt. Danke, Mina. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an.
Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Ich liebe sie. Sie sind so süß mit ihren Krallen und ihren Reißzähnen. Ja, wirklich süß, nicht wahr? Keine Anbiederei. Bitte, Mina. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Ja, allerdings. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins' Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer, mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein! Er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch Sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Es ist abgeschlossen. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Renoviert? Wo sind denn die Bauarbeiter? Vorbereitung ist die halbe Arbeit, junger Mann. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich.
immer da! Entschuldigung. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott! Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl. Die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Okay, ich besorg dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Er hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem.
Hier, Mieze, ein kleiner Fisch. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen. Fisch, nimm schon. Ich komme nicht ran. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Ich habe gerade zufällig keine Fahne. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ziele sorgfältig? Jawohl! Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Zur Hölle geht hier vor. Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Strabat. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Ohne Theodoliten ist das Ding aber nicht viel wert. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel. Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Bronson da am Flaggenmast. Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Hier, Bronsons Pläne. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Mr. Bronson, Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stobart, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch! Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, habe ich noch. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Die Vitrine ist abgeschlossen. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars.
Kann ich Ihnen helfen, Miss? Was können Sie mir denn über den Wahrsagespiegel erzählen? Ach, der gehörte dem Alchemisten und elisabethanischen Teilzeitspion Dr. John Dee. Sir Francis Drake brachte ihn aus der neuen Welt mit und schenkte ihm die. Er stammt aus der Maya-Kultur. Was ist ein Wahrsagespiegel? Na ja, so eine Art Kristallkugel, nur dass man nichts darin sieht. Offenbar hatte Dee einen Partner, der durch den Spiegel mit den Engeln redete. Wenn Sie mich fragen, hat er einfach völlig einen an der Kappe. Können Sie mir etwas über den Stein mit dem Jaguar darauf erzählen? Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ich habe schon... Ach, was egal. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tezlatli? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Was können Sie mir über den Jaguarstein sagen, Professor? Er ist aus Obsidian, aus der Region Chichen Itza. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Er ist weg! Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Mitgehen? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Was wollten Sie doch gleich? Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Aubier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen, nicht wahr? Ich rufe Sie besser gleich an. Hallo? Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Aubier einholen. Und zwar schnell. In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange.
Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Bitte machen Sie es kurz, ich telefoniere gerade. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Ubier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame. Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert, und zwar ausgesprochen wirksam. Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. Mit der Laterne in der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall sein kann, sondern nur Absicht. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Die Karte passt genau in die Vertiefung in der Oberfläche. Captain Frederick Ketch, 1570. Um seinen Hals hängt ein Kreuz. Vielleicht war er ja nur Teilzeitpirat. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Überraschung! Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Was hast du denn da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Puh. Ich werde nie erwachsen. Du solltest dich hier nicht rumtreiben. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George. Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hat er auch Captain Ketch um. Mhm. Kann ich mir das mal ausleihen? Mm-mm. Was kannst du mir denn über Captain Ketch erzählen? Das ist er da, an der Wand, auf dem Bild. Ja, ich weiß. Sieht gruselig aus, was? Er war mein Groß-Groß-Groß-Groß-Opa. Ja, du hast genau seine Augen. Warum gehst du nicht raus zum Spielen? Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag wie heute? Es gibt Sturm. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich habe noch zu tun. Warum gehst du nicht mit Rio spielen?
Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist lala, sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Guck mal, ein alter Maya-Stein. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich nicht. Oh. Gegen was würdest du das Kreuz eintauschen, Emily? Ein kleines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Fällt dir noch was anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Was gibt man einem kleinen nervenden Mädchen, das einen mit Fragen löchert? Versuch's mal mit einer Muschel. Schöne Farbe, interessante Form. Und wenn man sie ans Ohr hält, hört man das Meer rauschen. Ja? Wieso das? Weil man normalerweise direkt daneben steht. Cool. Hast du eine? Ja, aber die habe ich meiner Schwester versprochen. Die ist nämlich sauer auf mich. Warum ist deine Schwester sauer auf dich? Naja, als ich gestern mit unserem Abendessen nach Hause kam, ist sie ausgerastet. Rio hat sie gebrüllt. Wieso fängst du immer nur Pufferfische? Ich kann keine Pufferfische mehr sehen. Was ich will, ist ein leckerer Tigerfisch. Also komm gefälligst nicht wieder nach Hause, bis du einen gefangen hast. Ich weiß nicht, wie ich einen Tigerfisch fangen soll. Alles, was ich habe, ist eine Angel und ein Wurm. Hey, das hier ist genau das, was du brauchst, um dir so eine Fliege zu basteln. Danke. Ich hoffe nur, die Tigerfische haben Appetit. Abgemacht ist abgemacht. Hier ist die Muschel. Hier, guck mal, ich habe eine Muschel. Möchtest du die? Weiß nicht. Tante Frost hat mir verboten, von komischen fremden Sachen anzunehmen. Aber ich bin doch kein komischer Fremder. Warum heißt du dann Shorts Shorts? Das ist doch ein komischer Name. Ich heiße nicht... Okay, einmal noch. Hier, Muschel. Hübsch. Tausch gegen Kreuz. Ja oder nein? In Ordnung. Dann fliegt das Ding hier jetzt aus dem Fenster. Okay, wir tauschen. Catchs Kreuz passt genau in den Federhalter. Was machst du, Shorts? Ich habe dein Kreuz hier in dieses kleine Loch im Schreibtisch gesteckt. Warum? Rein impulsiv hauptsächlich, mit einem Hauch irrationaler Intuition. Unsinn, nur Frauen haben Intuition.
Die Laterne strahlte hell auf die Oberfläche des Schreibpultes. Das Kreuz warf in diesem Licht einen harten Schatten. Und der Schatten fiel genau auf eine kleine, namenlose Insel, geformt wie ein Totenkopf. Das muss sie sein. Cats Schatzinsel. Oh, das ist Zombie Island. Das ist ein ganz böser Ort. Wirklich? Naja, böse oder nicht, da werfe ich jetzt als nächstes mal Anker. Darf ich mitkommen? Den Teufel darfst du. Ich darf nie aus dem Haus raus. Ich will kein Fischernetz. Würdest du mich zur Zombie-Insel bringen? Bei diesem Wetter? Du bist verrückt, Mann! Bei dem Regen gehen wenigstens auch die Zombies nicht vor die Tür. Nehmen wir mal an, ich würde einen Zombie treffen. Was würdest du tun? Es gibt keine Zombies mehr auf der Zombie-Insel. Zumindest jetzt nicht mehr. Sie ist unbewohnt. Gut. Was meinst du mit jetzt nicht mehr? Willst du immer noch dahin? Schätze schon. Naja, ich habe sowieso kein Glück mit dem Tigerfisch heute. Und bei der Laune, die meine Schwester dann hat, bin ich bei den Zombies sicherer. Das ist also die Insel der Zombies. Irgendwie habe ich etwas viel Finstereres erwartet. Na dann komm, Rio, lass uns den Schatz suchen. Nö, danke, ich bleibe genau hier. Ach, komm schon. Du hast selbst gesagt, dass es hier keine Zombies mehr gibt. Ja, aber da war auch noch eine riesige Menge Seewasser zwischen mir und dieser Insel. Alles, was davon noch übrig ist, ist dieser schmale Rest zwischen dem Boot und dem Ufer. Und daran hänge ich sehr. Das ist zu hoch. Da komme ich nicht hin. Rios Boot ist voll mit Fischernetzen und anderem Angelkram. Ich bin ganz glücklich da, wo ich bin. Könnte ich mir dein Netz ausborgen? Klar, kein Problem. Willst du Fische fangen? Nein, ich bin hinter einem anderen großen Brocken her. Diese Emily stellt aber eine ganze Menge Fragen. Hör schon auf damit, Mann. Dieser ganze Emily-Kram ist gar nicht lustig. Hör mal, ich glaube, wir reden hier aneinander vorbei. Ich spreche von Emily Ketch. Klar, und ich auch. Sie war meine Freundin. Ihre Tanten fanden es zwar gar nicht gut, aber wir haben immer zusammen rumgehangen. Sie war richtig gut im Versteckspielen. Manchmal habe ich Stunden gebraucht, um sie zu finden. Nur einmal, beim letzten Mal, da hat es Tage gedauert. Sie muss sich heiser geschrien und geweint haben, aber niemand konnte sie hören. Wo hat sie sich denn versteckt? In der alten Seemannskiste von Captain Ketch. Aber die konnte man nur von außen öffnen. Plötzlich fühle ich mich nicht mehr so toll. Ich werde nie mehr mit ihm über Emily Ketch reden. Nun gut, dann will ich mal. Wünsch mir Glück, Rio. Viel Glück, George. Pass auf die wandelnden Toten auf.
Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass ich durch dunkle Treppenhäuser abwärts stolpere. Doch plötzlich bin ich... Wow! In einer verlassenen Londoner U-Bahn-Station. Diese Station müssen Sie ja schon vor Jahrzehnten stillgelegt haben. Ich schiebe die Haarspange in den Schlitz und was immer auch da geklemmt hat, verschwindet im Automaten. Ich nehme einen alten englischen Penny heraus. Diese Waage wiegt mich bestimmt auch nicht umsonst. Diese Waage... Ich werfe den Penny ein, die Nadel zuckt einmal rostig auf und die Waage spuckt eine Karte aus. Die Klinge des Messers passt genau zwischen die Tür und den weichen Holzrahmen. Die Tür bewegt sich ein bisschen und blockiert dann völlig. Das erinnert mich an meine Studentenzeit, als ich regelmäßig meine Hausschlüssel vergessen habe. Einmal mit der stabilen Karte zwischen Rahmen und Schloss gewackelt und schon geht der Riegel auf. Der Zug ist mein Transportmittel hier raus. Dass ich keine Fahrkarte habe, darüber kann ich mir an den Docks noch immer Sorgen machen. Das Ende ist sauber abgebissen. Jetzt weiß ich genau, was da drin wohnt. Ein langzahniges, knurrendes, pelziges Wildvieh. Der Pfeil passt genau in das Rohr. Prima, schon bin ich bewaffnet und gefährlich.
Die Markierung hängt fest am Netz. Ich sehe keinen Sinn darin, das Netz und die Markierung an die Kletterpflanzen unten am Felsen zu knoten. Die Kletterpflanze löst sich vom Felsen, als ich daran ziehe. Die Kletterpflanze sieht mir nicht so aus, als würde sie mein Gewicht tragen. Keine Chance. Um da hochzukommen, müsste ich wohl erst von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen werden. Klasse. Jetzt habe ich eine Art Kletterpflanzenmarkierung-Fischernetz-Gesamtkunstwerk geschaffen. Manchmal mache ich mir selber Angst mit meinem kreativen Genie. Ich habe die Markierung erfolgreich an einer Stelle an der Felsspitze befestigt, indem ich einfach die Art des kreativen Querdenkens benutzt habe, die den Beamten dieser Welt generell fehlt. Moment mal, hier war ich doch schon mal. Oder doch nicht? Die Initialen im Felsen lauteten FK. Frederick Ketch ist hier gewesen. Der Hügel, auf dem ich stehe, hat mich beim Raufklettern an einen Kamelhöcker erinnert. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir sehen können.
Das ist die Markierung, die ich auf der Felsnadel befestigt habe. Ich sehe die Markierung, die ich an dem Felsen unten im Wald befestigt habe. Und direkt in gerader Linie, das muss das Versteck von Ketchs Schatz sein. Erwischt. Aber diese Frau war da, diese Collar. Sie wissen, dass ich es war. Aber Sie haben den Stein? Den richtigen Stein? Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Es ist der Jaguarstein. Da ist kein Irrtum möglich. Hier ist er. Karsak, die Polizei wird mich bald suchen. Bitte, Sie werden mich doch aus dem Land bringen, nicht wahr? Hören Sie doch auf zu jammern, Nubier. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was dieser Stein bedeutet? Ich dachte, Sie wollten damit den Eingeborenen Angst machen. Idiot. Ich werde diesen Stein ins Meer werfen. Aber warum? Er ist einmalig. Genau. Und wenn er fort ist, ist der Plan der Maya-Priester, Tezcatlipoca zu vernichten, zum Scheitern verurteilt. Ich versichere Ihnen, dass Tezcatlipoca nur eine mythische Figur ist. In was für einem kleinen Verstand Sie doch leben. Tezcatlipoca ist real. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Wir haben uns über seine Pläne für diese Welt unterhalten. Wir haben auch über Ihre Rolle in diesen Plänen gesprochen. Meine Rolle? Er hat mir gesagt, dass Sie nützlich sein würden. Er hat mir gezeigt, wie ich Ihren Willen brechen kann, indem ich Sie den Drogen in die Arme treibe. Meine Frau ist gestorben. Das wissen Sie doch. Sie war mein Leben, meine Welt, nur darum. Und nun sind Sie nicht mehr nützlich. Wissen Sie, sie hat sogar Ihren Namen geschrien, als sie starb. Was? Was reden Sie denn da? Und dann dachten alle, Sie wären es gewesen. Das hat perfekt geklappt. Sie? Sie waren es? Sie Bastard, Sie Monster, um Gottes Willen, Karsak. Welcher Gott? Es gibt keine sichtbaren Lebenszeichen, aber ich überprüfe sicherheitshalber, ob Ubier wirklich nicht mehr zu helfen ist. Wir werden den Stein brauchen, um Karsaks Pläne zu durchkreuzen. Ich weiß, Ubier wäre damit einverstanden. Es war wirklich der Jaguarstein.
Piraten. Ich drehe mich gerade zur Flucht, als... Schnitt! Wer zum Teufel sind Sie? Ich kann alles erklären. Sparen Sie sich die Mühe. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie hier einen Film drehen. Also, wer sind Sie? Stobbart, George Stobbart, mit 2 B und 2 T. Ist gut gegangen, Mr. Hawks. Er war nicht im Bild. Hawks. Das hier muss Carlton Hawks sein, das neueste Enfant terrible der Filmschickeria. Ich hatte etwas über ihn gelesen. Postsortierer macht Karriere. Gut zu wissen, dass man immer noch Regisseur werden kann, wenn man nichts weiter vorzuweisen hat, als eine umfassende Kenntnis aller Post-Sonderzustellungsgebühren und Zuschläge. Halt dich aus dem Bild, Surferboy. Ich kümmere mich später um dich. Surferboy? Das Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Hi, George Stobbart. Hallo, Kumpel. Sie sind Engländer, richtig? Du merkst aber auch alles, wie? Bird Savage. Hast du gesehen, was es heute zu essen gibt? Rosinen, Brötchen und Pfannkuchen. Klingt scheußlich. Immerhin eine Verbesserung gegenüber gestern. Die Brötchen sind gammelig, aber die Pfannkuchen kommen verdammt gut. Wie lange sind Sie schon im Filmgeschäft? Eine Menge Jahre, Kumpel. Eine ganze Menge Jahre. Vorher war ich in der Armee. Da dachte ich mir, du riskierst hier jeden Tag deinen beschissenen Hals. Da kannst du auch gleich Knete mitmachen. Und da wurden Sie Stuntman? Einfach so? Nee, natürlich nicht. Ich musste das erstmal lernen. Haben Sie jemals mit Carol Climax gearbeitet? Ich meine, den Dachshund. Ha, können Sie aber annehmen. War eine verdammte Prinzessin, Kumpel. Ich habe gehört, sie sah sehr gut aus. Hat sich auch benommen wie eine, weißt du? Hier was befohlen, da was verlangt. Wie lernt man denn, ein Stuntman zu werden? Erst haben sie mir gesagt, ich soll mich mitten auf die Straße stellen und dann haben sie mich überfahren. Direkt drüber. Mit dem verdammten Auto. Einfach so. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auf die Motorhaube rauf und hinten wieder runter, bevor ich überhaupt richtig mitgekriegt habe, dass er nicht anhält. Dann haben sie mich noch ein bisschen die Treppen runtergeworfen und mir mein Diplom gegeben. Haben Sie jemals Bertrand Aubier kennengelernt? Kennengelernt nicht, nee. Ein paar Mal gesehen habe ich ihn. Mochte nicht, wenn seine Frau in Filmen auftrat. Glauben Sie, dass Aubier seine Frau umgebracht hat? Würde mich gar nicht wundern, wenn es so wäre. Obwohl, es gibt ja eine Menge Leute, die sie abgemurkst haben könnten. Ich dachte, ihr Publikum liebte sie. Klar, nur die Leute, die sie kennengelernt haben, die sahen ihre dunkle Seite. Hallo, ich bin George Stobbart. Oh, hallo, Hübscher. Du bist aber niedlich. Ich wünschte, du würdest die männliche Hauptrolle spielen, statt dieses Bürschchens. Ich kann nicht schauspielern, Madam. Na und? Ich wette, du kannst küssen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese Unterhaltung mit einem echten Filmstar führe. Wie fühlt man sich so, wenn man das Rampenlicht mit einem Schauspieler teilen muss, der jung genug ist, dass er ihr Sohn sein könnte? Was soll das heißen? Was halten Sie hiervon? Bäh, das ist ja scheußlich. Sie haben ja keine Ahnung, wie weit Sie gerade in meiner Achtung gestiegen sind. Welche Rolle spielen Sie? Piratenbabsi, die gnadenlose und leidenschaftliche Freibeuterin. Ist eine prima Rolle. Ich komme viel zum Küssen und ich kann Leute in den Arsch treten. Gefallen dir die Stiefel? Hätten Sie gerne diesen Lippenstift? Sehr nett von dir, Süßer, aber ich bevorzuge Scharlachrot. Hallo, George Stobbart. Aha, ja. Haiku McEwan. Heißt du wirklich Haiku? Ja, aber das war die Idee meiner Mutter, okay? Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Naja, es hätte schlimmer kommen können.
Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limerick genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspielerei, Mann. Da bist du nicht der einzige, Freundchen. Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Was ich sage, das sage ich für die Kids auf der Straße. Aha, Texte wie, ich bin Müll, ich habe keine Zukunft. Hä? Was redest du denn da, Mann? Stobbart, gehen Sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ich hole einen Malblock und erkläre es dir später, Heiko. Heiko, Baby, bist du soweit? Okay, Mann. Welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizin gefangen genommen worden. Von Piraten-Babsi, die sich in dich verliebt hat. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann fertig? Kamera läuft. Ruhe im Set. Okay. Etwas Magie, Leute. Oh ja, bitte. Und Action. Warum vergisst du nicht den blöden alten Squire und seine Hampelmänner? Siehst du denn nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Ich weiß, aber der Squire Trelawney hat mein Leben gerettet, Captain Babsi. Also, wenn der da nicht gewesen wäre, dann hätte mich dieser Riesentintenfisch aber sowas von dermaßen zur Sau gemacht. Aber jetzt hält er dich für einen Verräter. Er hat dich aus der Palisadenfestung ausgeschlossen, Jimbo. Ach was, so ein 6-Meter-Zaun kann vielleicht Silvers Männer aufhalten. Aber mich kann das Ding doch sowas von nicht beeindrucken. Oh, Jimbo. Und Schnitt. Das schwere Atmen war gut, Sharon. Kinderspiel, bin doch ein Profi. Hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Hab ich doch immer, Boss. Wir hätten diesen Streifen in 3D filmen sollen. Heiko, du warst großartig. Wir machen jetzt gerade den Stunt klar. Also schnapp dir so lange ruhig einen Happen zu essen. Savage, ins Set, verdammt nochmal. Was hast denn da? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, da sage ich nicht nee. Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Berts Doppelkinn. Hey, Mist! Du hast ja Sirup auf die Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. Gefällt den Hornissen gar nicht. Kamera ab. Das hier muss einfach gut werden. Schnitt! Kopieren. Das war brillant, Leute. Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Hey, Sie!
Störenfried. Wer? Ich? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Ich habe mich mit Mr. Savage unterhalten, dem Stuntman. Geht es ihm gut? Warum fragen Sie? Er hat nur wirres Zeug geredet. Klar, der ist Engländer. Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobbert. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen. Hi, ich bin George Stobbert. Ich heiße Harris, aber die meisten nennen mich Flash. Sie sind der Kameramann, richtig? Das stimmt auffallend. Warum nennt man Sie Flash? Waren Sie früher mal Fotograf oder so? Nö. Ich beschloss, nicht weiter nachzufragen. Was halten Sie von Heiko McEwan? Was gibt es da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Ich wünsche ihm viel Glück. Flash? Jo? Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Es gibt nichts weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Ich habe keine Ahnung, wie man mit einer Kamera umgeht. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln. Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells. Keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett? Requisite, besorgt mir ein Brett, wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste, wir machen einen Cinema-Verité-Piratenfilm. George, ab in die Maske, wir machen aus Ihnen einen Star. Schon unterwegs. Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Der Adlerstein. Ich komme nach Caramonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indio-Dorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. Das ist Georges Sonnenbrille.
George, wo steckst du? Titi Poco, ich bin fast froh, dich zu sehen. Du kleines Arschloch. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Oh. Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Oh. Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Er ist zu heiß zum Anfassen. Ich habe nicht genug Kraft, um dieses Fass umzuwerfen. Hey, Kurzer, mach dich mal nützlich und hilf mir mit dem Fass. Danke. Den kenne ich. Das ist der Kojotenstein. Was ist? Worauf zeigst du? Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem ist sie doch sowieso kaputt. Als wir ankommen, wird George gerade die Treppe hinaufgeführt. Wir haben ganz offensichtlich nicht viel Zeit. Hey, Senorita! Zu spät. Er hat mich gesehen. Bonjour, mon capitaine. Oh nein, nur Sergeant, meine Schöne. Was tun Sie hier? Och. Mausibär sagte, ich könnte ihn hier treffen. Mausibär? Oh, ich meine natürlich den General. Wir sind Freunde. Darf ich zur Pyramide? Oh, wir haben strengste Anweisungen, niemanden durchzulassen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wer ich bin. Das würde doch bestimmt niemanden stören. Na ja. Oh, bitte. Ich wäre ja auch so dankbar. Ich sag Ihnen was. Ich werde Pablo fragen, ob es okay ist, wenn Sie raufgehen. Ja? Wenn Pablo mich sieht, bin ich tot. No. Ist wirklich nicht der Mühe wert. So sehr interessiert mich diese doofe Pyramide nun auch wieder nicht. Naja, in Ordnung. Ist sowieso Männerarbeit da oben. Ich treib mich hier einfach ein bisschen rum, okay? Okay, tun Sie das. Das Gerüst reicht bis ganz oben an die Spitze der Pyramide.
Titipoko, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Nimm dieses Seil, bring es nach oben auf das Gerüst und wirf es rüber. Oben! Seil! Hustend erwacht der Motor zum Leben. Titipoko, wenn ich es dir sage, will ich, dass du genau das tust, was ich tue, okay? Tust genau! Okay, fertig. George, mir wird sofort klar, dass diese Bastarde meinen George ihrem Tezcatlipoca als Opfer darbringen wollen. Nur über meine Leiche. Zum Glück ist George der Einzige, der mich bemerkt hat. Wo sind sie? Die Sonnenfinsternis geht gleich los. Nur Geduld. Ihre Mutter wird gleich hier sein und Karsa kommt bestimmt kurz nach ihr. Kümmern Sie sich nur um den Yankee und überlassen Sie die Sorgen anderen Leuten. Mach Platz, Raoul. Diese Verrückten wollen George opfern. Schnauze, Stobbart. Halt einfach die Schnauze. Immer mit der Ruhe. Der kann nur noch zahnlos bellen. Hey, Raoul. Warum tust du uns nicht beiden einen Gefallen und erschießt Pablo? Du bist sehr lustig, Stobbart. Ich habe Marseille noch nicht vergessen. Wenn Karsak dir gleich das Herz rausschneidet, dann bin ich es, der als Letzter lacht. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige hier, der heute noch geopfert werden soll. Was, Raoul? Ich warne dich. Raoul ist ein nervliches Wrack. Ich hoffe nur, George provoziert ihn nicht zu sehr. Ich komme nicht ungesehen an den Topf heran. Titipoko, hast du noch das Feuerzeug, mit dem du mir so einen lustigen Schrecken eingejagt hast? Was ist denn los da drüben? Brauchen Sie Hilfe, junge Schönheit? Nein, nein, ist schon okay. Ich habe nur eine Zigarettenkippe fallen gelassen. Ist alles unter Kontrolle. Ich habe das Feuer in einer Minute aus. Thank you.
ist das? Was ist da los? Ärger. Gebt auf, die Pyramide ist umstellt. Ich finde heraus, was für Ärger. Pass auf, dass Stobart keine miesen Tricks abzieht. Wenn er es versucht, schieß ihm in den Kopf, nicht ins Herz. Wo ist der Unterschied? Tot ist er auf jeden Fall. Aber sein Herz gehört Tezcatlipoca. Das stimmt gar nicht. Wir sind nur ein paar Mal zusammen essen gewesen. Waffe weg oder ich schieße. Fallen lassen. Bitte, bitte, töten Sie mich nicht! Keine Angst, mein Finger ist nicht geladen. Nico, was machen Sie denn hier? Naja, zuerst werde ich mal George befreien und dann werde ich Karsaks Pläne durchkreuzen. Nein, das kann ich nicht zulassen. Karsak hat mir Macht versprochen. Raoul, wachen Sie auf. Das Einzige, was Karsak anzubieten hat, ist der Tod. Fragen Sie doch mal Ubier. Nur geht das leider nicht, weil Karsak ihn umgebracht hat. Sie lügen. Ubier ist in Europa. Klar ist er in Europa, in London. Genauer gesagt auf einem Tisch im Leichenschauhaus mit 2 Einschüssen. Aber Karsak hat es doch versprochen. Wenn er Tezcatlipoca befreit hat, werden wir alle große Macht bekommen. Hör auf Sie, Raoul. Karsak ist wahnsinnig. Ich weiß nicht mehr. Ich muss nachdenken. Bisher haben Sie Ihrer Mutter immer das Denken überlassen. Jetzt müssen Sie mal selbstständig denken. Ihre Mutter und Karsak denken in den gleichen Bahnen. In dem ganzen Plan gibt es damit nur noch eine einzige entbehrliche Figur, und das sind Sie. Mutter würde mich niemals hintergehen. Ach, ich bin es leid, mit Ihnen vernünftig reden zu wollen, Raoul. Titipoco? Behalte diesen Mann im Auge und wenn er sich bewegt, erschieß ihn mit einer Waffe. Halt still, George. Ich möchte dich ungern aus Versehen opfern. Du ahnst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Naja, die wollten dir das Herz rausschneiden, also kann ich es mir ungefähr vorstellen. Wir sollten uns die Wiedersehensfeier für später aufheben. Wir müssen los, komm. Wir sind in Sicherheit. Das hier ist eine Sackgasse. Wir sind verloren. Ich weiß, Titipoco. Ich fühle mich hier auch nicht allzu wohl. Er weiß, dass wir in Tezcatlipocas Pyramide sind. Im Herz des Feindes. Naja, wir können jedenfalls nicht hier bleiben. Wir raten in der Falle. Und wieder auf dem gleichen Weg rauszugehen, auf dem wir reingekommen sind, wäre Selbstmord. Ich schaue mich mal um. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg hier raus. In der Zwischenzeit... Nimm das hier an dich. Das ist der Kojotenstein. Vielleicht bringt er dir Glück. Hoffe ich jedenfalls. Du hast es wirklich geschafft, die Steine aus dem Dorf zu holen? Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance. Übrigens, was hätte Titipoco getan, wenn sich Graziento wirklich bewegt hätte? Titipoco? Nichts. Er hat die Gewalt aufgegeben. Uff! Der Hebel lässt sich nur sehr schwer bewegen und scheint sowieso nichts zu bewirken. Und... Oh, oh! Immer noch zwecklos. George? Ja? George, ich kann nur einen Hebel auf einmal betätigen. Ich glaube aber, wir müssen beide gleichzeitig ziehen. Okay, das schaffe ich wohl noch. Raoul, hier gilt etwas sehr Verdächtiges. Das Opfer, wo ist es? Nico war hier mit Titipoco. Sie haben ihn befreit. Ich konnte sie nicht aufhalten. Du Idiot, ich hätte dich bei der Geburt erwürgen sollen. Titipoco ist weich geworden. Er hätte dich nie verletzt.
Ich weiß. Die Sonnenfinsternis ist fast über uns gekommen und wir haben kein Opfer, um Tezcatlipoca milde zu stimmen. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, was deine Inkompetenz uns kosten kann? Ich glaube schon. Und ich bin froh darüber. Was? Die Mayas waren doch keine Idioten. Tezcatlipoca sollte genau da bleiben, wo sie ihn eingesperrt haben. Hast du dir bei irgendwem ein Stück Rückgrat ausgeliehen? Schade, dass dir das so spät eingefallen ist. Ich wäre lieber tot, statt dich und Karsak mit der Macht dieses Teufels zu erleben. Schön. Uns fehlt ja immer noch ein Opfer. Seht doch, die Sonnenfinsternis beginnt. Pablo, töte ihn. Tezcatlipoca kann sich an seinem feigen Herzen laben. Nico hatte also wirklich recht. Aber es ist noch nicht zu spät. Na, dann komm her, Pablo. Schauen wir mal, wer wen opfert. Was ist das denn hier für ein Ort? Ich bin in einem ganz merkwürdigen Raum gelandet. Schalter und Räder. Die Priester, die diesen Raum entworfen haben, konnten bestimmt besser damit umgehen. Ich muss die Lösung selbst finden, wenn ich hier wieder rauskommen will. Die Steinplatte verschiebt sich ein wenig. Der Raum wird von einer gewaltigen Maschine beherrscht. Sie ist mit den üblichen Maya-Motiven verziert und hat zwei große Scheiben, die mit Schriftzeichen bedeckt sind. Die Steinplatte bewegt sich keinen Millimeter. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Die Steinplatte bewegt sich nach innen und rastet mit einem Klick ein. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen.
Karte lässt sich nicht bewegen. Steinplatte bewegt sich keinen Millimeter. Diese Steinplatte lässt sich nicht bewegen. Die Steinplatte bewegt.
Haha, et voilà. George hat mir mal erzählt, dass man eine gewisse Fertigkeit braucht, um Geheimtüren zu finden. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Also dachte ich mir, hey, das ist es. Weißt du, das ist die wahre Liebe. Auf jeden Fall, ich musste dann ein paar Wochen weg. Und als ich wiederkomme, was sehe ich da? Genau. Und mit wem? Lobineau, diesem Penner. Ja, genau, das habe ich mir da auch gedacht. Oh Mist. Sieht aus wie die nächste Sackgasse, Titipoko. Irgendwelche Vorschläge? Ich hatte mir etwas Konstruktiveres vorgestellt. Aber egal, ich schaue mich mal um. Hör mal, ich muss diese Fackel anzünden. Kannst du nicht irgendwas Schlaues mit ein paar Holzstäben anfangen oder mit Zunder und Feuerstein oder... Mit einem billigen Scherzartikel. Naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun, also ziehe ich mal an dem Hebel. Nichts ist passiert. Ich hasse sowas. Kannst du sowas nicht auch hassen? Titipoko? Oh mein... Klasse. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, keine Ahnung, wo die anderen hin sind und die Zeit wird langsam knapp, um Karsak aufzuhalten. Andererseits bin ich auch noch nicht tot und das ist ja eher eine gute Nachricht. Eine Steinplatte, die mehrere Tonnen wiegen muss, versperrt den Durchgang. Charmant. Dieser Ort wäre ein prima Schlafzimmer. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht gruseliger werden, wird es noch gruseliger. Ja, endlich, ich bin hier raus. Und schon wieder hinein ins Unbekannte. Cool, weiter und runter, Mr. Stobbart.
Das ist es. Die Zentralkammer der Pyramide. Ihr dunkles Herz. Schon einmal habe ich in meinem Leben vor einer Tür gestanden und gedacht, das ist es gewesen. Wenn ich durch diese Tür gehe, sterbe ich. Damals hatte ich Unrecht. Ich hoffe jetzt auch. Die Tür, die zur Zentralkammer führt und zum rauchenden Spiegel. This little tip, happiness is a